Hallo? Sind wir auf Sendung? Hallo? Ist das mit den Live-Schaltungen? Die Tücken der Technik spielen einem dann doch manchmal so ihren Streich. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen hier aus dem Studio zur virtuellen CrossArt-Ausstellung. Wir freuen uns, euch ein ganz neues Format vorstellen zu können. Eine virtuelle Ausstellung, eine interaktive Ausstellung, wo sowohl Künstler, Zuschauer als auch Gastgeber miteinander kommunizieren können. Ja, und von diesen virtuellen Ausstellungen wird es dieses Jahr gleich mehrere geben, da das Interesse sowohl von Künstlern als auch von Besuchern momentan sehr hoch ist. Aber bevor wir näher darauf eingehen, möchten wir euch erstmal den CrossArt-Film zeigen und der folgt Viel jetzt. Spaß! Mit CrossArt hat Peter Mück eine Kommunikationsplattform für bildende Künstler geschaffen, die einem größeren Kreis die Möglichkeit bietet, sich für diverse Aktionen zu vernetzen. Peter, wie ist die ganze Sache entstanden? CrossArt ist 2009 entstanden, eigentlich aus der Not heraus. Wir hatten damals eine Ausstellung mit einer Gruppe hier aus Köln in Paderborn geplant und hatten diese Ausstellung mühevoll mit hin und her geschickten SMS, E-Mails und Bilder hin und her geschickt, hatten wir dann organisiert. Und da habe ich mir damals schon gedacht, da muss es doch einen einfacheren Weg geben. Und das war so die Zeit 2009, da waren gerade so die sozialen Netzwerke waren gerade im Kommen. Und da habe ich gedacht, so ein soziales Netzwerk muss es auch für Künstler geben, also rein nur für Künstler. Und so ist das Webportal heute das Herz von CrossArt, das Peter Mück von seinem Atelier in Köln aus steuert. Und da Peter selbst Künstler ist, weiß er auch, wonach das Künstlerherz hungert. Peter, wofür ist CrossArt nun im Einzelnen da? CrossArt steht vor allen Dingen für Ausstellungsvermittlung. Das ist das Erste. Wir machen aber nicht nur reine Ausstellungen, wir machen auch Projekte, soziale Projekte, Kunstüberfälle, Aktionen, wir haben einen Skulpturengarten, wir haben politische Projekte, wir haben soziale Projekte. Hallo und willkommen zurück zu einer Premiere im doppelten Sinne, denn du hast dir ja für dieses Jahr ein ganz neues Konzept ausgedacht. Ja, ein virtuelles Format. Nicht so wie die virtuellen Formate, die man vielleicht von einigen Kollegen kennt. Denn was mich immer gestört hat, war, dass man nicht aktiv an Ausstellungen teilnehmen konnte. Und hier wird dem Zuschauer, dem Künstler und dem Betrachter wird diese Passivität genommen. Ja, ich habe mir die Show natürlich schon angesehen und es ist sehr spannend, aber auch am Anfang für den Zuschauer ein bisschen herausfordernd. Ich kam mir fast vor wie in einem Videospiel. Ja, genau diese Herausforderung wollte ich auch. Ich wollte, dass der Zuschauer sich wie in einem Videospiel da die verschiedenen Möglichkeiten erarbeitet, sich durch den Raum navigiert und sich dabei die Kunst und die visuellen Effekte anschauen kann. Gibt es diesen visuellen Raum eigentlich tatsächlich oder? Nee, das ist eben das Spannende. Wir haben in Köln eine bestehende Galerie, die Galerie Sment, abgefilmt. In dem Fall nochmal vielen Dank an Horst Götze, der mich dabei technisch sehr supportet hat. Und das heißt, wir haben die leere Galerie abgefilmt und haben den Rest dann virtuell auf die Beine gestellt. Ja, aber kommen wir nun zum eigentlich Wichtigen, denn gerade in diesen Corona-Zeiten sind den Künstlern ja sehr viele Ausstellungsmöglichkeiten weggebrochen. Kann diese virtuelle Ausstellung tatsächlich ein Ersatz für die Ausstellung sein? Sicherlich nicht, denn so eine virtuelle Abbildung kann natürlich niemals das Original ersetzen. Da fehlt die gesamte Haptik und man kann nicht so richtig nahe ran und die Oberflächenstruktur mitbekommen. Aber es kann ein guter Ersatz sein. Und was vor allen Dingen jetzt virtuell im ersten Moment auch zu fehlen scheint, das ist die soziale Komponente. Man hat zwar eine Vernissage, kann aber dann trotzdem nicht richtig mit den Leuten interagieren.
Aber bei uns kann man das eben doch. Ja, da hast du dir nämlich auch etwas Besonderes einfallen lassen. Und zwar können nachher im Anschluss kann ein interaktiver Dialog stattfinden. Und zwar um 19.30 Uhr können sich die Besucher mittels Zoom zuschalten und mit Künstlern und Besuchern können interaktiv mit einem Gläschen Sekt sich zuprosten. Ja, aber wer sind denn jetzt eigentlich nun diese Künstler? Wir haben die Künstler gebeten, sich doch in einem kurzen Video mal eben vorzustellen. Ein kleiner Hinweis noch, wenn jetzt die Videos folgen, dreht bitte den Ton an eurem Gerät etwas lauter, denn es ist manchmal sehr schlecht zu verstehen. Bis nachher. Hallo, willkommen bei der Ausstellung. Mein Name ist Gabriele D.R. Günther. Kurz zu meiner Person. Ich bin Deutsch-Kanadierin, in Japan geboren und aufgewachsen. Deshalb ist wahrscheinlich meine Ästhetik eher japanisch. Wir sind hier in meinem Atelier in Berlin-Wedding. Bisschen vollgestopft, auch wegen Covid, aber das ist immer voll. In dieser Ausstellung zeige ich meine Arbeit aus der Serie namens Recycolages, nenne ich das. Ich arbeite sehr oft mit Holz, mit Müllabfall, das ich auf der Straße gefunden habe. Das mache ich schon seit 2005. In dieser Serie sind das eher Leinwände mit Stofffetzen, Sachen, Klamotten, die ich nicht mehr anziehe, Fliesen, Reißverschlüssen, alles Mögliche. Viel Spaß bei der Ausstellung. Herzlich willkommen zu meinem Atelier in der Deutsch-Mühlheimer Straße in Köln in einer stillgelegten Fabrik. Ich bin Lene Enghusen, eine Künstlerin zwischen Deutschland und Dänemark, wo ich geboren bin. Seit 1987 wohne ich in Köln. Ich arbeite mit übermalten Fotografien, Malerei und Skulpturen aus Serpentinstein. Hier in meinem Atelier setze ich meine Inspiration, die ich aus der Natur und dem Meer hole, um. Aber ich setze auch Inspiration um, die ich unterwegs mit meinem Kamera hole, besonders auf Reisen. Ich freue mich sehr, mit CrossArt und sehr viele gute Künstler und Künstlerinnen bei dieser virtuellen Ausstellung teilnehmen zu dürfen. Viel Spaß dabei und hi hi! Ich bin Nada Fitz, ich lebe hier in Nettetal in einem sehr schönen Naturschutzgebiet. Ich arbeite seit 2009 als freischaffende Künstlerin. In der Malerei bearbeite ich sehr gerne das Thema Landschaft. Ich habe kein konkretes Bild im Kopf, wenn ich vor der Leinwand stehe. Ich möchte auch keine realistische Landschaft malen, sondern modelliere direkt auf der Leinwand mit Pinsel, mit Spachtel, mit wenigen Farbtönen, mit Kontrast, Licht und Schatten und erfinde sozusagen eine eigene Landschaft, in der ich mich auch wiederfinden kann. Ich möchte eine Stimmung erzeugen. Ich wünsche viel Spaß in der Ausstellung und sage Tschüss. Mein Name ist Wilfried Meyer. Ich zeige euch die zwei Bilder, die bei der neuen CrossArt-Ausstellung gezeigt werden. Einmal links der rote Planet, ein Motiv, ganz aktuell in der Diskussion, auch in der kontroversen Diskussion über die Sinnhaftigkeit von bemannter Raumfahrt mit weiterer Entfernung, zeigt hier das Thema abstrakt und völlig unrealistisch natürlich gezeigt, die Problematik von Selbstversorgung mit Algenbecken, aber gleichzeitig einfach mein Interesse an perspektivischer, räumlicher Darstellung und natürlich immer schön bunt. Das zweite ebenfalls schön bunt, weil die runde Form durch den Coronavirus eher negativ besetzt ist und jetzt hier in einer farbenfrohen Schichtung mit Tiefe mal freundlich als Kreis und mit lebhafter Farbgebung dargestellt werden soll. Das ist einfach ein freundliches, nettes, dekoratives Bild, was mir persönlich aber ausgesprochen gut gefällt und auch sich stark unterscheidet von anderen Dingen, die ich sonst so mache.
Und deswegen ist es, finde ich, für mich sehr wichtig, das jetzt bei Crossart zeigen zu dürfen. Okay, in diesem Sinne, tschüss und ich freue mich über Reaktionen. Herzlich willkommen hier bei mir im Atelier. Sie konnten sich ja schon einen kleinen Einblick verschaffen an meinen Werken. Und ja, heute möchte ich Ihnen auch noch einiges näher bringen, ja, zu meiner Arbeit selber. Ich hole mir meine Inspirationen draußen in der Natur und im urbanen Raum. Und diese Eindrücke sammle ich und setze die hier in meinem Atelier in Bildern um. Und zwar nicht fotorealistisch, sondern intuitiv, was ich mit Farbe, Form, Zeichnung und kräftige Farben sind bei mir besonders wichtig, weil die auch eine Lebensfreude ausstrahlen, was ich mit den Bildern auch dem Betrachter mitteilen möchte. Seit 2 Jahren habe ich ein weiteres Medium dabei. Ich beschäftige mich in den Bildern mit Spraytechniken, die nochmal einen gewissen Reiz den Bildern geben. Schauen Sie sich die Bilder an, lassen Sie sich inspirieren und viel Spaß dabei. Wunderschönen guten Tag, mein Name ist Katrin Seifert aus Potsdam. Ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit Strukturbildern. Erst habe ich mit klassischen Strukturbildern angefangen, mit Strukturpaste und bin dann auf Papiere gekommen. Diverse Papiere über China und Seidenpapier bis jetzt hin zu dem Washi, dem Japanpapier. In den letzten Jahren habe ich also vermehrt mit Japanpapier gearbeitet. Das Spannende daran ist, dass das Papier arbeitet und damit es mir eine neue Gelegenheit gibt, das Bild zu interpretieren. Ich muss also immer auf die Arbeit des Papiers erst reagieren. Die Farbe bleibt auch hängen. Und wenn mir ein Motiv gefällt, dann versuche ich es gleich mehrfach auch zu interpretieren. Und ich hoffe, Ihnen gefallen meine Bilder. Hallo, ich bin Andrea Fröhlich. Ich male mit Acrylfarben und in meinen Arbeiten beschäftige ich mich mit verschiedenen Themenkreisen. Einer davon ist Figuration. Sobald ich mich für ein Thema entschieden habe, lege ich größere Serien an. Ich empfinde meine Art zu arbeiten als eine Art Spurensuche. Es geht dabei immer um Energie, Dynamik, Kraft. Das zeigt sich auch in der Malweise, in der Intensität meiner Farben und in den großen Formaten. Ich wünsche viel Spaß bei der Ausstellung. Hi, ich bin Donata Reinhardt. Ich male verschiedene Facetten. Am liebsten lasse ich Farbverläufe meine Fantasie anregen. Und dann entstehen Bilder wie hier oben zum Beispiel. Ich nehme aber auch aktuelle Themen auf, indem ich mich damit auseinandersetze oder auch, was ich so im Kopf habe, wie zum Beispiel diese Collagen. Was ich auch zur Entspannung mache, ist manchmal hier solche Zeichnungen. Da könnte man jetzt auch Modezeichnungen zu sagen, aber es ist einfach nur eine Entspannung. Ansonsten auch Collagen. Also eigentlich benutze ich alles, was man benutzen kann, um irgendetwas in Kunst herzustellen. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Ausstellung. Hallo zusammen, ich bin Marion Wallis und ich freue mich, euch heute kurz in meinem Atelier herumzuführen. Ich arbeite viel mit Drucken. Diese Drucke sind fast immer Monotopien. Hier seht ihr zum Beispiel Pflanzendrucke, die auf einer Gelplatte entstanden sind. Oder hier Blaudrucke, das sind Drucke, die auf einem speziellen Papier entstehen unter Einwirkung von Sonnenstrahlen. Und auch hier arbeite ich viel mit Pflanzenmotiven. Der Natur, Bäume, Pflanzen und unser respektloser Umgang mit ihnen sind mir in den letzten Jahren ein sehr wichtiges Thema geworden. Hier seht ihr aus der Serie Baumkleid, wie ich das malerisch aufgegriffen habe. Oder auch zur Baumkleidserie gehören Fundstücke aus dem Wald. Dieses Fundholz bearbeite ich mit Buntmetall, denn glitzernde Dinge faszinieren Menschen und das Fundholz erscheint dadurch wertvoller,
goldener Schein da und ich hoffe, es erweckt so mehr Achtsamkeit und Aufmerksamkeit. Ja, das war der kurze Rundgang. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und viel Spaß bei der Ausstellung. Hallo, ich bin Silke. Ich zeige euch heute zwei Bilder von mir. Diese beiden Bilder sind eher abstrakt, das heißt, sie sind oft entstanden aus einem aktuellen Gefühl heraus, einer Gefühlslage, die sozusagen spontan aus meinem Ärmel herauskam. Im Nachhinein habe ich dann auch hier noch ein paar Zusätze gemacht, so kleine goldene Punkte, die haben auch eine Bedeutung. Also es gibt, wie gesagt, diese spontan entstandenen abstrakten Bilder von mir, aber ich mache auch Bilder so aufgrund von Eindrücken, die ich hatte, und die sind dann manchmal so etwas mysteriös gehalten. Hier sieht man einfach einen Torbogen, den ich vor kurzem gesehen habe. Oder hier auch eigentlich ein Traum von mir. Ich habe diesen Traum gehabt von diesem dunklen Auge und das sieht man hier auf dem Bild. Und das war's schon. Ciao! Das war sie jetzt, die offizielle Einführung in die virtuelle Ausstellung. Ich denke, Sie haben jetzt einen ganz guten Eindruck bekommen von den Künstlern und deren Arbeiten. Und wenn Sie jetzt Lust auf mehr haben, dann nehmen Sie doch an unserer Live-Schaltung teil. Die folgt direkt im Anschluss um 19.30 Uhr. Wir werden auch dabei sein. Tschö.